Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei einem neuen Testvideo hier auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit einer Schokolade, wer hätte das gedacht. Aber wie ich euch gesagt habe, wir jetzt einfach mal Schokoladen hier durchpushen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, ich soll es machen, deshalb mache ich es auch. So, heute geht's weiter mit einer Rittersport, und zwar der Rittersport Alpenmilch. Da-dam. Ja. Klingt sehr gut, schaut optisch mit einer meiner Lieblingsfarben sehr angenehm aus. So Himmelsblau, Babyblau, muah, richtig geil. Ansonsten, also wir haben diese klassische Hintergrundfarbe, gehen wir erstmal auf die Verpackung wie immer ein. Wir haben in der Mitte das Rittersport-Logo, wir haben hier diesen schönen Alpenmilch-Schriftzug. Sehr angenehm, sehr clean, sehr einfach. Hier oben so ein kleines Alpenmilch-Glas, ich schätze mal, dass es Alpenmilch ist. Dann hier so 1,5 Alpenmilch-Stückchen von der Schokolade, gehört zur Kollektion Bunte Vielfalt. Und was ich hier interessant finde, hier haben wir Ökotest gut. Kann mir mal bitte erklären, warum das auf der Rittersport drauf ist und gefühlt auf sonst gar keiner? Also halt bestimmt noch auf ein paar anderen auch, aber ich habe es jetzt nur auf der gefunden. Deshalb schön, dass ich lachen muss, aber da war ich ein bisschen verwirrt. Naja, finde ich ganz angenehm, zerstört ein bisschen das Design, aber ansonsten Ökotest, Rittersport, Alpenmilch, gut, Ausgabe 12, 2019. Ich finde, da kann man sich auch einfach von mir Videos angucken, soweit. Da brauchst du nicht hier dein Design verkacken, Rittersport. Verlinkt mich einfach auf eurer Website und zack. Aber eigentlich rede ich ja nur Gutes für euch, ne? Außer Gesundheitsnote, so. Ne, kleiner Scherz. So, hier haben wir die Rückseite, auch ganz klassisch, quadratisch praktisch gut. Wir haben 100 Gramm drin. Je nach Temperament hier aufknicken oder dort aufziehen. Das schon 100 Mal gefühlt erwähnte Nickpack. Wir haben den zertifizierten Kakao. Sehr, sehr gut. Das erwähne ich gerne 100 Mal. Wir haben Familienunternehmen seit 1912. Kennen wir schon. Produziert von der Alfred Ritter GmbH und Co. KG in 71111 Waldenbuch. Schöne Grüße an alle aus Waldenbuch. Und ja, sonst noch irgendwas Wichtiges. Außer jetzt natürlich die Zutaten und die Nährwerte. Sehe ich nicht, deshalb geht's gleich los. So, wir haben einen Brennwert von 2282 Kilojoule bzw. 547 Kilokalorien. Ist viel, ist aber auch nicht zu viel, sondern klassisch, wie man es kennt. Eine gute Portion, guter Happen auf jeden Fall, der ein bisschen satt macht. So viel zum Thema satt. So, dann haben wir Fett 32 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 20 Gramm. Hier möchte ich auch positiv nochmal hervorheben, dass ihr auf der Website von Rittersport, wenn ihr auf das Produkt Alpenmilch geht, findet ihr nochmal eine genauere Auflistung aller Nährwerte, was ich sehr schön finde, dass sie das so machen. Das machen viele andere nicht und das möchte ich hier nochmal eben deshalb erwähnen. Kohlenhydrate haben wir 54 Gramm, ah, ganz schön viel, und davon Zucker auch ganz schön viel, 53 Gramm. Aber ist halt eine Schokolade, ne? Eiweiß dafür haben wir 8,2 Gramm. Ich glaube, von den letzten 5-6 Videos ist das die meiste Eiweißgehalt. Ah, die gute Alpenmilch, ne? Die Kühe da oben, die haben es drauf. Und Salz haben wir 0,18 Gramm. Ja, ist auch relativ klassisch, aber hier vor allem sehr auffallend, tut zwar auch ein bisschen mehr der Zucker, aber auch sehr, sehr viel das Eiweiß. Sehr interessant, ich denke mal, wir haben sehr viel so Molkenpulver oder sowas drin. Oder irgendeine Art von so Milchpulvern halt. Und deshalb kommen wir jetzt auch gleich zu den Zutaten und dann zur Gesundheitsnote zu kommen. Wir haben hier als Produkt eine Alpen-Vollmilchschokolade. Sehr clean, sehr einfach, was will man mehr? Kakao 30% mindestens. Ah, das finde ich auch gut. 30%, das ist gut. Viele machen 25%, 20%. Aber vielleicht darfst du Alpenmilch erst draufschreiben, wenn du 30% mindestens verwendest. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein. So, Zutaten. Als Hauptzutat haben wir Zucker. Saugeil, super. Als zweite Zutat haben wir direkt Vollmilchpulver, also irgendwo auch Milchzucker, 20%. Als dritte Zutat haben wir Kakaobutter, wenigstens. Dann haben wir Kakaomasse, auch sehr gut. Dann haben wir, finde ich sehr, sehr gut, direkt als fünfte Zutat Haselnussmasse. Geil, wir haben hier Haselnussmasse in der Alpenmilchschokolade drin. Dann haben wir als letzte Zutat direkt schon Sojalecithin als Emulgator. Leider auch nichts Nachhaltiges. Möchte ich ja auch, wie in jedem Produkt, wo nicht nachhaltiges Sojalecithin drinsteckt, erwähnen. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. Weil es halt, denke ich, in ähnlichen Werken produziert wird. So, bla 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 bla. Sehr schön. Also als Gesundheitsnote, wir haben den ganzen Zucker, wir haben das ganze Milchzucker drin. Was ich cool finde, wir haben Kakaobutter, Kakaomasse, Haselnussmasse. An sich gut Sojalecithin, also was heißt gut, neutral, aber da es nicht nachhaltig ist, auch nicht so gut.
Hier aber der Zucker und der Vollmilchpulver, da haben wir so viel von, dass ich an sich, also ich gebe hier jetzt eine 4 minus. Es ist schon mies, aber es ist doch so, es hat ein paar okay Sachen. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich hätte ohne Witz gedacht, eine 5 plus 5. Kein Scherz. Aber naja, eine 4 minus ist, finde ich, akzeptabel. Auf jeden Fall. Sollte man nicht essen, aber wenn man es jetzt einmal im Monat isst, ist es auch nicht schlimm. So, wir machen es klassisch auf mit dem Nickpack, wie wir es gelernt haben. Oh, hier sind sogar nochmal die Zweier in einzelne zerbrochen. Hier hole ich mal so eine Einserreihe raus. Das Ganze müsst ihr euch vorstellen, ist so 4x4 dann da drin. Und in Deutschland hat Rittersport das Patent auf rechteckige Schokoladenstückchen. Wie Geld es schon mit Milka und Rittersport da abging, ne? Irgendwann auf meinem Business-Kanal werde ich dann darüber auch ein Video machen, aber das ist schon echt lustig. Naja, anderes Thema. So, hier haben wir die gute Schokolade, finde ich, schaut auch schon sehr milchig auch, aus. Und beiß mal gleich mal rein. Ich bin gespannt. Ups. Stückchen runtergefallen. Jetzt zerfließt. Also rein von der Konsistenz, von der Cremigkeit, glaube ich auch die beste Schokolade der letzten Tage. Oh, am Gaumen, das zerfließt einfach in jede Richtung. Boah. Schmeckt auch gut, schmeckt so schön milchig, aber eben auch nicht zu ganz zu viel. Ich glaube, die Haselnussmasse schmecke ich auch ein bisschen raus. Ganz leicht, so was so ein bisschen Herberes. Aber ansonsten, also schmeckt echt, echt gut. Also für eine Schokolade, rein jetzt nur vom Geschmack, weiß ich nicht, wo man viel besser machen kann. Ne? Also hier kriegt sie von mir eine 1. Also ja, Geschmacksnote gibt es echt eine 1. Gesundheitsnote kackt leider komplett ab, Entschuldigung. Aber Geschmacksnote gibt es echt eine 1. Schmeckt super, super, super gut. So, ich freue mich über eine Bewertung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was für euch mitnehmen für euren Lebensweg. Über die gute Rittersport Alpenmilch. Und ja, das war's mit dem Produkttest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und immer schön friedlich bleiben. Ich probiere jetzt immer andere Sachen einzubauen, dann müssen wir uns hier anwechseln. Frieden ist auch sehr wichtig. Deshalb sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Captain Do.